Hallo Leute und willkommen zu meinem ersten Teil meines Abonnenten 600 Abonnenten Specials. Ich wollte ursprünglich schon beim 500er eigentlich Schlachten reinbringen, so boah, historisch, aber ich kam irgendwie zeitweise in den Pool nicht rein. Gut, ja, die Schloss Leute Burgwalde, die wollten nicht hin. Und mal schauen, wie ich mich schlage. Leichteste ist sie nicht. Jetzt kommt gleich eine schöne Erklärung. Wir schreiben das Jahr 9 nach Christus. Der Ort Germanien, jenseits der Grenzen des Imperiums. Dies ist die Armee des Quinctilius Varus, den Augustus nach Norden gesendet hat, um die Germanen zu befrieden. Unter der vertrauensvollen Führung eines örtlichen Häuptlings, Arminius, ist die Legion auf dem Rückweg in ihr Winterlager. Aber das Leben an der Grenze ist oft tückisch, brutal und kurz. Dank Arminius marschieren die Römer in eine Falle. Verborgen im Wald befindet sich eine Armee wilder germanischer Krieger, die kampflüstern nach römischem Blut lechzen. Als er die Gefahr erkennt, galoppiert Varus an die Spitze der Kolonne. Er muss seine Männer vor Sonnenuntergang in das Vorbringen. Sobald es dunkel wird, werden die Germanen sie alle nach Belieben töten. Dies ist Varus' Gelegenheit zu beweisen, dass er das rechte Zeug hat. Dass er ein edler Römer und noch dazu ein edler römischer Feldherr ist. Sollte er sich nicht als solcher erweisen, wird er bei Sonnenuntergang eine edle römische Leiche sein. Und niemand wird nach Hause kommen. Das Lager ist in Sicht. Eine letzte Anstrengung und die Römer könnten es nach Hause schaffen. Aber wenn zu wenige überleben, wird es ein schwarzer Tag für Rom. Und ein erheblicher Sieg für die Barbaren. Blutrausch sind die ein Treffpunkt. Starke Legion. Die Germanen greifen an. Sammelt rasch eure Truppen und erreicht mit mindestens 100 Mann vor Sonnenuntergang das Fort bei Aliso. Sonst ist alles verloren. 17 Minuten habe ich dazu Zeit. Einheiten! Legionärsbogenschützen! Legionäre! Ohne Befehl feuern! Legionäre! Ohne Befehl feiern! Kohorte! Tja, das ist immer nicht leicht. Muss ich Bewegung, Bewegung. Die vorderen werde ich wahrscheinlich am leichtesten schützen können. Ohne Befehl feuern! Legionärskohorte! Einheiten! Einheiten! Marschieren. Schneller! General. General! Beeilung! Legionäre! Legionäre! Ohne Befehl Kohorte. Feiern! Römische Elite! Ohne Befehl feuern! Stadtkohorte! Ohne Befehl feiern! Oh, oh. Uah, kommt nicht in Kontakt mit denen. Auf Schnell!
Einheiten! Oh, jetzt kommen die nervigen Hunde. Die müsst ihr unbedingt töten. Gut, die sind in Kontakt mit denen. Legionäre! Kohorte! Ich möchte, dass ihr nicht den Nahkampf entgegentretet. Das wäre selbstmörderisch. Sondern mit euren Pillars und Berserkern etwas einheizt. Hoffentlich. Was tötet diese verdammten Hunde? Gut, da kommt jetzt feindliche Kavallerie. Meine Speerträgerbande ist hier. Jetzt mal überlegen, wie kann ich weiter? Gefahrlos. Speerträgerbande nicht für meine Kavallerie. Die leichte Kavallerie aber schon was für meine Kavallerie. Dahinter sind. Ja, bietet sich eigentlich da an, in diese Richtung zu gehen. Mit denen jetzt an beeilen. Legionärskohorte! Legionärskohorte! Hallo? Auf deinen Befehl! Halten! Ohne Befehl feiern! Legionärskohorte! Okay. Gut, das sind unten war nicht. Nicht verfolgen. Legionäre! Nach die römische Elite! Gott, wie lange hatten wir denn? Kavallerie! Gut, dann müssen wir hier weiter. Einheiten, Attacke! Okay, Oh ja, den General. Greift schnell an! Wir werden angegriffen! Der feindliche... Lob sei den Göttern! Der feindliche General ist tot. Seine Männer wissen, dass... Gut. Varus ist tot. Nee. Nix. Oder war es der General? Ja, genau. Es war schon am Ende. Aber es gibt auch einen Hauptmann hier. Axtkämpfer. Dass sie kurz vor dem dürfen nicht in Kontakt kommen. Untergang stehen. Attacke!
so nein. Schon auf die. Abrücken! Haltet Stand! Kohorten! Vorwärts! Ich hab gesagt, ich soll mit denen... Schnell! Attacke! Oh nein. So viele. Aber die wirken wirklich stark genug sein. Verflucht, ich hab sie verfehlt. Nein, ich bin das. Bogenschützen! Einheiten! Okay, bis hierhin bin ich gekommen. Einheiten! Schneller! Jetzt muss es weitergehen. Einheiten! Legionäre! Bogenschützen! Legionäre! Warum? Die römische Elite! Hätten auch mal deren Blutrausch an. Sehr heftig. Einheiten. So, weiter geht's. Einheiten. Kann ich was? Oh nein. Schwere Kavallerie! Schnell! Legionär! Können noch was reißen? Ah, kaum noch. Gut, jetzt müssen wir noch den letzten Wegteil schaffen, doch das ja, wird noch ein Risiko reichen. Reicht denn genug? Ja, schon. Hauptsache wird hier meine Kamera sein. Ich hab schon gedacht, das sind Tausende im Wald. Blenkler-Kriegsbande lässt sich mit Kavallerie leicht schlagen. Ja. Das sehen wir nicht. Hallo? Ist es zu schwer, ein paar Bogenschützen zu töten? Kriegst du mir?
Axtkämpfer. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Nein, darüber, ihr Deppen. Darüber. Macht schon. Oh, ich habe was Wichtiges gesehen. Weiß ich auch, worauf ihr hin solltet. Gott! Hallo! Worauf kann das denn hin, die sich? Tja. Oder? Nee, das sind nicht mehr genug. Meine roten Handschuhe. Sei den Göttern. Der feindliche General ist tot. Seine Männer wissen, dass sie kurz vor dem Untergang stehen. Verdammt! Einmal habe ich sie geschafft. Jetzt habe ich es nicht geschafft. Weil ich die an der eigenen Kavallerie nicht gedacht habe, die hier von hinten kommt. Das hat mir jetzt alles versaut. Los, geht der Rouge runter. Was ist denn aber da los? Warum konzentriert ihr euch nicht auf eine Fehler für sich besonders hinaus? Bitte. Mann, hätte ich die eine Kamera nicht. Oh. Eine Niederlage. Tja, warum so viele gute Römer sind sinnlos gestorben. Aber der Sieg wird kommen. Ja, das Problem.
Ich hätte die eine Kavallerieeinheit besiegen können mit meinen anderen Kavallerieeinheiten. Ich habe sie nur nicht mehr, habe nicht an die dran gedacht. Und dann hätte ich auch den General erwischen können, besiegen können. Naja, blöd gelaufen. Verdammt, sondern. Ja, mal schauen, was die nächste Schlacht wird. Vater, die Belagerung von Georgien und so weiter und so weiter. Gut. Bis zum nächsten Mal.